professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. Und damit einen wunderschönen Abend hier am dritten Stream, beziehungsweise am dritten von drei Streams heute, die tatsächlich für 99 Damage heute an den Start gehen, also Weltpremiere hier für unser Team. Und zwar habt ihr insgesamt die Möglichkeit, euch damit auch zwischen drei Matches zu entscheiden. Diese Matches kann ich euch vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, während wir gleich dann die Interviews noch machen werden. Und natürlich muss ich noch einmal meinen Browser neu einbringen, wie immer. Das sollte ja langsam bekannt sein. Irgendwie mögen die mich nicht. Wir haben MTF Gaming gegen Druckwelle, Snowguard gegen NOD und Wasp gegen N-Faculty zur Auswahl. Hier wird Snowguard gegen NOD übertragen werden. Auf dem Stream von Venom gibt es MTF gegen Druckwelle und beim Knochen gibt es Wasp gegen N-Faculty. Alle drei Matches müssen auf DE-Season sein, also Season die Map für den heutigen Spieltag. Und ja, wir kommen dann auch gleich zu, sage ich mal, dem Match, das hier übertragen wird, also Snowguard gegen NOD. Dort haben wir auch hier gleich die Lineups, die nochmal bei den Interviews vorgestellt werden. Aber wir kommen dann also hoffentlich auch dazu, denn alle Interviewpartner sind da. Und dann schnappe ich mir gleich mal den ersten, wenn er bereit ist. Und da sehe ich eigentlich eine ziemlich positive Sache, also schnappe ich mir den ersten, das ist Cyrox von NOD. Guten Abend. Ja, Moment. Ah, guten Abend, jetzt haben wir dich. Jetzt habe ich dich. Hi. Auch da. Ja, musste erstmal mein Mute rausnehmen. Ja, wir hatten ja erst letztens das Vergnügen gehabt. Da hatten wir einmal über Nuke gesprochen gehabt, wo ihr euch taktisch unterlegen gefühlt habt. Jetzt habt ihr gegen Enro auf das 2 habt ihr allgemein sogar taktisch meiner Meinung nach sehr gut gespielt gehabt, aber da hat es dann so ein bisschen am Aim gehakt. Habt ihr, sage ich mal, euch schon Fortschritte jetzt trotzdem bemerkbar gemacht oder, sage ich mal, sind schon Sachen in Planung, wie ihr das ausmerzen wollt? Ja, wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Also allein das Ergebnis gegen Enro zeigt es schon, finde ich. Hatte ich ja schon im Vorinterview gesagt, dass ich Enro für eines der stärkeren Teams in der EPS halte. Ja. Da kann man mit einem 16-13 durchaus zufrieden sein. Also, ja, du hast schon recht. Teilweise haben wir noch ein paar Aim-Probleme hin und wieder, wobei die eher darauf zurückzuführen sind, dass die Jungs noch ein bisschen unerfahren sind und meiner Meinung nach nicht ganz genau wissen, in manchen Situationen, wie die optimale Lösung wäre. Wenn sie das wüssten, würden sie vielleicht auch besser aimen, weil sie sich mehr darauf konzentrieren könnten. Also wenn du praktisch instinktiv weißt, was du zu tun hast, kannst du dich halt mehr aufs Aiming konzentrieren. Klar. Das hat in manchen Situationen gefehlt und ich glaube, sonst hätten wir wahrscheinlich sogar gegen Enro gewinnen können oder zumindest einen Unentschieden holen können. Es war auf jeden Fall drin. Die erste Pistol war ja ziemlich bitter. Habt ihr ein 3 gegen 1 hergegeben gehabt gegen Firmi. Ja, genau so Situationen meine ich. Also das ist nicht unbedingt Aiming in dem Moment. Also klar ist es, wenn wir dann einen Headshot reindrücken, ist die Runde gewonnen, natürlich. Aber man kann es auch clever spielen und wenn man zu dritt gleichzeitig auf einen Mann geht, kann der nichts machen. Ja. Ist unmöglich, ja. Gut, dann ja, man hat es ja also gesehen, Enro war ja eigentlich wirklich taktisch auf das 2 wirklich sehr gut gelöst, meiner Meinung nach etwas besser, als es Enro selber gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob du das VOD geguckt hast. Ja, habe ich. Zu Snowguard, sag ich mal, habt ihr da ein bisschen euch vorbereiten können jetzt direkt, vielleicht auch noch auf die Map bezogen, auf Season? Ach, Season ist natürlich etwas schwerer, sich darauf vorzubereiten, weil du einfach weniger Gegner findest. Die Map ist jetzt international nicht wirklich verbreitet. Ja. Wird jetzt hauptsächlich in der EPS gespielt, aber
Wir haben so oft es ging auf der Map gespielt und wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Mal gucken, ob es klappt. Gut, ja, Snowguard hat über dieselben Probleme sich beklagen müssen mit den Gegnern. Also habt ihr ja zumindest keinen riesen Nachteil da. Ja. Ja, aber ihr seid, also ihr habt schon ein bisschen was geübt, denn da sehe ich bei den anderen irgendwie schwarz, wenn ich das Statement durchlese. Gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz dein Lineup für dieses Spiel an, wenn mein Twitch nicht wieder versagt, aber das macht es nicht. Und zwar tretet ihr heute also mit eurem Standard-Lineup auf. Genau. Mit Soli Hansen, Mikey, mit dir, Cyrox und mit Tesor. Ja. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, außer good luck heute Abend. Dankeschön. Das Beste an Glück auf jeden Fall. Ich denke, ihr habt auch mit dem Spiel gegen Enro eigentlich ziemlich viele, würde ich sagen, Fans, aber Interessenten herangezogen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr interessantes Spiel. Und dann, ja, viel Glück heute Abend. Mach's gut. Danke. Über Darf mein ich noch ganz kurz zwei Leute grüßen? Und das wollte ich ja sagen. Die Shoutouts, die letzten Worte sind dir nochmal. Ich würde gerne die Melli grüßen. Und Strahli, einen guten Kollegen von mir. Gut, die sind gegrüßt. Und natürlich die dazu gewonnenen, in Anführungszeichen, Fans. Gut, die sind auch an dieser Stelle gegrüßt. Gut, danke dir. Gut, dann mach's gut. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. So, und dann haben wir noch hier Crowvex an Bord. Ich hoffe mal, ich überrasche ihn jetzt nicht. Guten Abend. Guten Abend. Da ist er ja da. Tja, warst du das, der so ein bisschen krank war? Ja, gell? Du warst krank? Genau, genau. Ja, schon mal gute Besserung an erster Stelle. Dankeschön. Ich hab da irgendwas von einer Schaumparty gelesen. Ja, leider. Ich möchte hier nichts andeuten, aber das zeige ich vielleicht nochmal. Das ist hier... wo waren das? Da hierzu kommt leider, dass sich unser Captain Crowvex bedingt durch eine ereignisreiche Schaumparty zu Beginn der Woche eine Grippe mit Fieber eingefangen hat. Ja, das hatte ich nicht eingeplant gehabt. Ja, das sagen sie am Ende immer. Es lag an den Temperaturen wahrscheinlich, weil es dann doch wieder so kalt war und dann die Schaumparty. Ja, gut, dann machst du auf jeden Fall gut. Ja. Schön immer das Antibiotikum nehmen. Wir schauen mal kurz auf dein Lineup, da hat sich ja, sag ich mal, nicht sehr viel geändert, obwohl... Hat sich was geändert? MW spielt, glaube ich. Genau, heute ist nämlich der Kumi nicht da, der hat heute Geburtstag. Oh, dann auch. Herzlichen Glückwunsch. Jo, an dieser Stelle, Alex Geburtstag. Nee, auf jeden Fall haben wir den dann halt freigegeben. Ja. Und deswegen spielt heute MW, unser Ersatzspieler, und hat bisher noch kein EPS-Spiel bestritten, aber umso heißer ist er heute. Heißer oder heiser wie du? Vielleicht beides, nein. Gut. Er ist auf jeden Fall heiß, motiviert. Gut. Ja, dann, wir haben ja, sag ich mal, auch, ich glaube, ein Spiel von dir durfte ich ja auch schon übertragen. Das war das Draw gegen den Faculty, war es das? Genau, das erste Spiel von uns, genau. Ja, ihr habt, sag ich mal, immer knappe Ergebnisse gegen Top-Teams gehabt. Ich habe hier 16-13 gegen die Dot-Pixels, dann das Unentschieden gegen den Faculty und ein 14-16 gegen Alternate. Aber ich denke mal, ihr seid allgemein trotzdem mit dem Start bisher ziemlich zufrieden, oder? Also... Ja, der Start ist soweit ganz gut, zumal da war noch ein bisschen mehr drin gegen Alternate und gegen Faculty jetzt, wenn man das so betrachtet, aber natürlich müssen wir jetzt zufrieden sein, da kann man nichts mehr ändern, wir haben da selbst ein paar Fehler eingebaut, die wir abstellen müssen, gerade so in den Anti-Egos, die wir dann gegen Alternate zum Beispiel verkackt haben, wenn wir so Fehler abstellen, können wir auch so Spiele gewinnen, aber ich sag mal so, aus so Spielen lernt man und wir können da einfach nur... noch mehr Motivation rausziehen. Gut, ja, zum Lernen, da habe ich auch gerade eben mit Cyrox ein paar Worte gehabt, vor allem zu der Map, auch euer Manager hat es geschrieben, gerade für die neuen Maps, eben auch die E-Season, ist es schwer, neue, sag ich mal, gute Gegner zu finden. Mhm. Trotzdem, wie, sag ich mal, gut seht ihr euch, auch im Vergleich zu den anderen Teams, der jetzt auch keine perfekten damit Bedingungen hatten auf der E-Season? Also wir haben uns jetzt primär erstmal auf die vorherigen drei Spieltage konzentriert. Season hatten wir jetzt ein bisschen was so durchbesprochen an Grundaufbau und sowas und heute haben wir zum ersten Mal die ersten PCWs drauf gespielt. Okay. Deswegen, also die Vorbereitung war eigentlich wie unser Manager geschrieben hat, gegen Null. Also wir haben da echt wenig drauf gemacht. Wir hoffen natürlich, dass wir vom Aiming her unsere Vorteile draus ziehen können. Wir haben jetzt ein paar alte Sachen aus Source-Zeiten noch eingebaut, weil die Map eigentlich so 1:1 ja fast gleich ist. Mhm. Vielleicht optisch ein bisschen verändert, aber so taktisch kann man dann noch eigentlich viel alte Taktiken drauf spielen. Deswegen müssen wir uns hauptsächlich auf das Aiming drauf verlassen. Also gute Vorbereitung. Habt ihr vielleicht auch das Spiel von NOD gesehen gegen Enro? Ein paar, sag ich mal, kleine Kniffe gefunden. Ich meine, NOD hat da ja ein paar Runden ziemlich ärgerlich
weggegeben. Habt ihr da vielleicht auch ein bisschen was rausgeholt, nochmal an Ideen? Wir haben uns das Spiel jetzt nicht direkt angeguckt, aber wir unterschätzen definitiv NOD nicht. Also, die haben jetzt die ersten zwei Spiele, glaube ich, knapp verloren. Also, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir heute nicht irgendwelche Punkte liegen lassen. Also, Ziel ist auf jeden Fall ein Sieg. Ja, das auf jeden Fall. Gut. Dann kann ich dir auch nur sagen, viel Glück, viel Spaß für diesen Abend, auch an MW dann, dass er sich da souverän schlagen kann. Letzten Worte sind dir. Ja, Grüße an alle. Alex, feier schön deinen Geburtstag und allen Zuschauern natürlich viel Spaß beim Gucken. Gut, dann an dieser Stelle also alle gegrüßt. Sind ja schon ein paar sich eingefunden dafür, dass ja heute alle drei Streams am Laufen sind. Dann, nochmal, mach's gut, viel Glück an euer Team. Bis dann. Und dann, man sieht sich. Ciao.